Grüß euch, Leidl, und weiter geht's. Ich habe euch ja das letzte Mal versprochen, dass da jetzt actiongeladen weitergeht. Genau so ist es auch. Weil wir da jetzt quasi entdeckt worden sind, wie wir den Uplink bedient haben. Und was noch dazu kommt, haben die Hellgast offensichtlich das Signal vom Captain Neville geortet und fangen jetzt offensichtlich den Stützpunkt zum Stürmen an. Und wir müssen jetzt, glaube ich, so schnell wie möglich zum Stützpunkt zurück. Aber lassen wir uns überraschen. Jetzt geht sicherlich gleich mal knackig los. Auf Schwierigkeit Soldat ist das für mich schon eine ganz schöne Herausforderung. Da wäre jetzt sicherlich ein oder zweimal sterben. Lassen wir uns einmal überraschen. Feind gesichtet. Brauchen Sie. So. Hey, uiuiui. Da geht's gleich ordentlich zur Sache. Uiuiui. Schießt sich da schon ein auf mich. Da haben wir noch einen Typ Mano dahinter. So. Sollte das nochmal nachladen, den Prügel? Das dauert nämlich immer ein bisschen. Versucht mich dazu einzukesseln. So. Oh, und ich bin schon gestorben. Wahnsinn. Das geht da so schnell. Jagdtrupp, Kontakt gesichtet. Leuchtsignal zu finden. So. Ah, da will ich in Deckung gehen. Uiuiui. So, irgendwo eine Granate. Aufhalten einmal. Ah, so zäh die Viecher da. So, ein bisschen regenerieren. Jawoll, 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 auf die Stelle haben wir es voll. So. Jawoll, aber einer hinten. So, ah, da ist ein Granaten. Die hört man manchmal so schlecht, die Dinger. Komm, hupf da auf. Und wieder, kaum ich bin hier oben, ist die nächste Granate da. Das ist der Leiwand. Ah, da ist der wieder da oben. Da hinten. So, und schon wieder Granate. Kaum Sicht mit der, beschießt er mich mit den Raketen. Da ist noch, ist der jetzt noch immer oder schon wieder da? Das ist jetzt die Frage. Eieieiei. So, jetzt ist der mal da hinten erledigt. Uiuiuiuiui. Da hinten sitzt der Nächste. Dass es nicht fad wird. So, wo ist er? Sicher bleibt er nicht. Drauf. Wo ist Knofan? Ein bisschen was muss er aushalten. Ah, Sevchenko. Gibt's ja nicht. Was ist das Viech jetzt? Ist er jetzt hinüber? Haben wir ihn zerstört? Glaube ich ja noch gar nicht, oder? Der war noch immer da. Jetzt ist er hinüber. Oh. Naja, 20 Schuss noch. Keine Sekunde zu früh. So, jetzt haben wir uns da mal wieder aufladen mit Munition.
Okay. Da jetzt nirgends runter fliegen, wenn es leicht geht. So. Nehmen wir uns halt mal wieder das Sturmgewehr. Das laden wir mal nach. So. Keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ich weiß nur, dass wir zurück zum unseren Lager müssen. Mal aufpassen, dass da nicht wieder irgendwelche Spinnen oder Pflanzen. Ist das da unten nicht wieder so ein komischer? Ja, ist das wieder so ekelige Pflanzen. Aue. Der attackiert dich dann da herinnen. Ich mag das gar nicht. Staden, die dich angreifen, sind nicht meine Freund. Das kann ich euch sagen. Aber schauen wir weiter. Ah, ja. Das da hinten, das sind ganz unten mit den Raketenwerfer. Aber wir haben's schon. Ja, du Sackgesicht. Kann ich auch. Wieder einmal weniger. So, bleiben wir oben, gehen wir unten. Was machen wir? Noch einmal so eine Partie da. Naja, ich glaube, ich gehe da eher unten. Das ist gescheiter, ne? So, laden wir mal nach dem Prügel. Das dauert eh wieder. Eine halbe Ewigkeit. So. Bist du ganz schlau da, hä? Den vielleicht ein bisschen mehr Glück. Alter, der macht da noch Rambo, das ist mir ja nicht mehr wurscht. So. Eieieiei. Da meinst du lieber schlagkräftigere Argumente oder Munition sparen? Das ist halt immer so die Frage. Schauen wir halt weiter. Aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwo aussaufen. Es ist so eine grausliche Gegend da. Ich habe schon wieder so Knurr von dem Platzl da. Wo muss ich denn hin? Da her. So. Wow, da war. Ja, das ist. Habe ich noch Granaten? Ja, Granaten. Ja, habe ich noch. Jawohl, du bist ja der Wiffe, Alter. Du sollst das nicht gegen die Mauer hauen. Komm, schießt aufs andere zu. Manchmal habe ich das Gefühl, deppert sind sie nicht. Manchmal schon, aber manchmal machen sie das recht wiff.
da hinten sehe ich leider nicht. Differ, den wir eventuell schon haben. Flammenwerfer, den will ich aber nicht. Der ist hinüber. Naja. Schauen wir halt einmal. Ah, Bus da oben ist noch einer. Du Sack ist sie. So ein Hoden-PC da, wirklich. Sache, Partie ist das. So. Dann noch immer. Da schießt er mal eine halbe Stunde ab und dann hat er gerade einmal das Kapperl verloren. Das gibt's ja nicht. So, Freunde. Schauen wir weiter, wir müssen zum Lager zurück. Also. Wenn ich die Typen ein bisschen besser treffen tät, manchmal. Das hätte ich mir auch leichter tun, aber das ist halt leider meine eigene Unfähigkeit. Ui, da kommen die Knirrlöchen. Abwärmen? Nein. Keine Ahnung, irgendwas von hinten jetzt. Na. No. So, Freunde. Jetzt haben wir da einen Raketenwerfer. Ja, ich weiß nicht, die Raketenwerfer, die haben schon einen mächtigen Wumms, aber ich habe lieber so mehr Schuss da. Mir ist das Maschinengewehr da wirklich lieber. Darum schauen wir gleich mal weiter da. So. Also, das ist auf Soldat schon ganz schön schwer. Bin ich da eh richtig? Ja. So, nehmen wir wieder her. Ja, mal aufpassen, wenn da lang so keine Gegner kommen, sind sicherlich wieder irgendwo Pflanzen, die am attackieren. Ah, Bingo. Pflanzen oder Spinnen? Was anderes. Wo bist denn du? Da ist der Wurstkopf. So. Irgendwo was. So, aber jetzt, da müssen wir hin. Super, da muss ich gar nicht hin. Da muss ich hin. Ja. Gut. Drauf. Sarge, wir können Hilfe gebrauchen. Warten Sie, ich zeige Ihnen den Weg. Also noch einer. So, was ist das? So, da sollen wir uns jetzt alle stürzen. Offensichtlich. Stirb leise.
Töne da wieder. Es ist in solchen Situationen überhaupt recht gemütlich, wenn du da auf einmal hänger bleibst irgendwo. So. Ich darf da nicht so nah bei den Pflanzen stehen, weil wenn die in meine Richtung schießen und die explodieren, bin ich der Gschöde. So, ich folge dir. Habe ich wieder mal einen Kumpel an meiner Seite. Wer bist denn du überhaupt? Ah, da ist schon wieder seine scheiß Kappa-Einheit. Jawohl. Teamwork. So. Den habe ich sicherlich noch nicht, sag ich so. Er lebt sicherlich noch immer. Ah nein, doch nicht. Jetzt ist er hinüber. Gut, weiter geht's. Da steht irgendwo einer mit dem Raketenwerfer. Wo ist ich da bin, ne? Solche 10 Typen. Komm, zeig dich. Hey, komm jetzt! Danke für Ihre Hilfe, Sarge! Wenn jetzt denen nicht ein ganzes Magazin auf einmal in den Kopf blasen kannst, sterben sie nicht, stehen sie wieder auf. Was haben wir da? Da werden wir uns jetzt wieder das Sturmgewehr holen. Das ist nämlich ein bisschen durchschlagskräftiger. Ich hoffe, es reicht mit der Munition. Aber ich denke, dass wir da auch über gefallene eigene Soldaten stolpern werden. Der ist schon hinüber da, der Freund. So. Sarge, folgen Sie mir. Ja, bin ich schon unterwegs. So. Also los. Ah, das ist wieder so ein komischer Pflanzerich. Aber solange ich da schleich, kann ich den nicht ausschießen. So. Ist mir auch wurscht. Den scheiß Blärmpeter. Ja, ja, wir kommen eh schon. Ich fahre jetzt sicherlich gleich wieder ins Wasser. So. Rotauge. Da muss man jetzt wieder aufpassen, wer eigener ist. Schützen Sie den Eingang zur Basis! Kommen da von da hinten noch einmal welche? Oder nicht? Oder schon? Ja, nein, weiß nicht. Egal, wir gehen weiter. Den Eingang der Basis müssen wir schützen. Dann müssen wir ihn aber zuerst einmal finden. Ja. Wenn wir evakuiert werden, ja, wie sollen sie eigentlich ergeben? Also ich rechne nicht damit, dass wir da evakuiert werden. Wenn wir einen Befehl haben, dass wir uns ergeben sollen. Bin ich da richtig? Ja. Ich gehe zuerst. Schon wieder Munitionskisten. Da jetzt wieder. So. Okay. Captain Neville, hier spricht Sevchenko. Hören Sie? Captain Neville, hören Sie? Ich bin beschäftigt, Sergeant. Okay, okay, ich bin unterwegs. Nein, die Evakuierung läuft. Die Basis ist verloren. Gehen Sie zum Treffpunkt. Sorry, Sir. Das ist nicht drin. Sevchenko, Sie starrsinniger Mistkerl! Ich hab ihn, Sev.
Na gut. Dann schauen wir. Was machen Sie hier, Sertchenko? Ich habe Ihnen befohlen, zu evakuieren. Ja, reg dich nicht schon wieder auf. Was hätte der allerweil auch? Oh, Scheiße, der Typ. So, das sind jetzt, wenn ich mich recht erinnern kann, ja, so Geschützstellungen. So. Da werden wir mal so Geschützstellungen supporten. Oh, da oben knotzt so ein Vieh. So. Ja, da müssen wir halt überall hinschießen. So. Rückzug. Er tut da eh noch drauf. Mit Maschinengewehr. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt schnappen wir uns das Maschinengewehr. Dann müssen wir jetzt wieder im First schießen, weil das Scheiß nicht überhitzt. Ah, was trifft mir da oben? Wirklich von alle Richtungen kommen. Ja, ja. Das ist echt zart da. Schleicht ihr da? Steht mit, mitten vor der Mündung. Nein, das bock ich nicht. Aber es muss doch sein, dass ich da schieße wie, wie der Gestörte. Oh, ich wollte gerade loslassen. Ah. Dem Moment, wo ich wegrennen wollte. Ja, vielleicht rettet mich einer. Na, rettet mich keiner. So. Jetzt sind wir voll auf Fälle dann wieder bei dem Geschütz. Aufhalten. Ah, und flüchten. So. Irgendwo Deckung suchen. Ja, genau. Weil ohne Deckung ist man da aufgeschmissen. So. Jetzt kann ich von da hinten einfach nur mehr schauen, was auch immer mit da jetzt wieder getroffen haben. Jetzt hänge ich da wieder. So. Wir müssen uns wehren. Super, jetzt hat es den wieder verwischt. Muss ich den offen da jetzt retten? Nein, die kann mich nicht einmal selber retten. Da musst du selber schon so auf die aufpassen. Ja, okay, das ist ein Notlück. So. Komm. Irgendwo in Deckung. Ja, schleich dich da. Steht er wieder im Weg umeinander. So. Da oben ist die Kreatur. Der Raketenwerfer. Jawoll! Schieß ihm voll in die Fresse und er haut mich. So, ich hoffe, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass ich da gestorben bin. Ja, da wirklich zum Schnalle schwer. So. Ja, bitte. Kann ich mal irgendwo verschnaufen, wo ich mir einmal kurz eine Sekunde lang umschauen kann? Da oben ist, glaube ich, so ein Raketenwerfer. Ja, den trifft man aber nicht. Ah, da oben ist wieder so ein Viech. So. Ja, super, jetzt hat es den wieder erwischt. Kann ich den wieder mitten, muss ich in das ganze Feuer einrennen, weil es ja noch nicht leicht genug ist. Wo ist er denn jetzt? So. So, und jetzt bin ich gleich dafür wieder hin. Ne? Jawohl, genau. Ja, dann helfen wir. Ja, wenigstens was. So. Oh mein Gott. Oh!
die Augen. Das ist er. Berichten Sie dem Vorsitzenden, dass wir Narvil und Sevchenko identifiziert haben. Oh, Scheiße! Ich sagte, leck mich! Vigilant Base, hier ist Falscher Niner. Wir sind unterwegs zu Stahl Arms Deep South. Transportieren verdächtige Ziele Königsmörder 2 und 3. Over. Falscher Niner, Erlaubnis für Spezialeinsatz erteilt. Position auf 330. Skola hat geschrien wie ein Mädchen. Soldat. Ganz cool, Mann. Nicht anrühren, sonst bringt Stahl uns um. Oh, das wäre zu schade. Du hältst besser dein Maul. Ich hab doch nur gesagt, dass Visari geheult hat wie ein kleines Mädchen. Wenn ihr die Wahrheit nicht vertraut. Aufhören! Sofort! Okay, bin in Ordnung. Weiter. Was hast du gesagt? Falscher, runter! Rico! Okay, Sie sind nur 6 Monate zu spät! Scheiße! Sal! Sal! Alles klar? Haben Nabels Schiff verloren. Verdammt! Hier Raider Command! Achtung Raiders! Einpacken! Wir fliegen sofort zur Basis zurück! Warten Sie! Halt! Wir müssen Nabel holen. Cool bleiben! Alles okay! Nein! Wir müssen ihn holen! Wir konnten Sie gerade so retten! Wir haben nicht die ich Feuerkraft! Ich lasse Sie nicht zurück, Rico. Verdammt, wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann geben Sie mir eine Waffe und setzen mich ab! Na gut, gehen Sie auf Position! Hier Raider Command, Planänderung! Wir holen Narvil! Allen Respekt, Sir, das ist kein guter Plan. Verstanden, Raider 1, aber wir machen es trotzdem! Alle Mann anschnallen! So, da. Und da ist diesmal eher ein längerer Part geworden, aber ich wollte den auf der komischen Welt endlich abschließen, weil ich fühle mich dort überhaupt nicht wohl. Mir ist noch aufgefallen, nachdem wir da gefangen genommen worden sind, ist doch der komische Typ mit diesem Augenscanner gekommen, der gesagt hat, öffnen Sie die Augen. Die Stimme hat mir die ganze Zeit an irgendwem erinnert. Ich habe lange überlegt und dann ist es mir eingefallen. Und zwar erinnert mich die Stimme aus Star Wars, Rückkehr der Jedi-Ritter, an die Szenen, wo die Prinzessin Leia als Kopfgeldjäger verkleidet zum Jabba the Hutt kommt. Und da hat es auch so eine komisch verzerrte Stimme und die, weiß nicht, für mich ist das sehr, sehr, sehr eine ähnliche Stimme. Aber das ist ja wurscht. Und jetzt haben wir die komische Welt da geschafft und ja, jetzt sind wir auf den komischen Eiswürfel da wieder. Und müssen wieder einmal
in Naville retten. Also, und da geht's dann weiter im nächsten Part.